Und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Donkey Kong 64. So, in der letzten Folge haben wir gesehen, dass wir oben Diddy retten können, der gefangen ist und wir jetzt hier auf dieser Insel sind und ich mal ein bisschen noch erkunden möchte. Da haben wir eine Banane, okay. Da ist ein Biber. Ich würde mal gerne ins Wasser gehen. Vielleicht noch irgendwas finden. Oh, die Sounds werden auch ein bisschen dumpfer, okay. Schwimmen wir mal ein bisschen rum. Vielleicht sie was finden. Hier ist nichts, okay. Okay, auch nichts. Alles klar. Dann springen wir mal wieder aus dem Wasser. Okay, so. Da, kleiner Biber, komm her. Da ist ein Ballon, da kommen wir nicht dran. Das ist für Dixie gedacht. Nummer 3, okay. Da können wir bestimmt hochklettern. Oder wir können hier hochklettern. Okay. Ich soll mal kurz so machen. Ja, okay. Wie gesagt, Spielbugs und Soundbugs bin ich nicht zuständig. Das Spiel selber. Keine Ahnung, wo das immer herkommt. Das läuft halt, wie gesagt, auf dem Emulator. Upp. Soll halt gucken, dass da. Wäre blöd, wenn das öfters passieren würde. So, wieder zurück. So, nochmal auf diesen Ast hier springen. Geben wir uns mal einen kleinen Einblick zum Schwingen. Haben wir nichts hier? Ne, haben wir nicht. Okay. Dann habe ich doch glatt gesehen, dass wir hier hin können. Da können wir uns auch hochhangeln. Frankie, und was ist das hier? Okay, das ist ein Minispiel. Gehen erstmal hier nach Funky rein. Amor. Amoe. Okay. Funky Store. Hallöchen, mein Freund. Ich habe 6. Und er will 3 anscheinend. Crazy Typ. Also jedes Mal in jedem Ding auf jeden Fall crazy. Ja. Okay, wir kriegen so Coconut Shooter. Okay, Press Z und den nach. Okay. Alles klar. Ja. Ah, ist ein verrückter Typ. Mag ich auf jeden Fall den Kerl. So, Z und dann so. Okay, damit können wir rumlaufen. Yep. Okay, schwimmen können wir nicht damit. Okay, machen wir es nochmal. Dann haben wir so. Und dann. Bam! Was ist denn gewöhnungsbedürftig? Ja. Okay, es ist wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Doch gesehen, dass wir da oben swingen können. Und hier können wir unsere Munition aufladen. Ja. Okay, damit können wir auch versuchen, den Ballon zu treffen. Ah, Bananen bekommen. Nice. Tun wir nochmal unseren. Okay, so packen wir auch wieder weg, alles klar. Und ich würde gerne nochmal auf den Baum hier kommen. Weil man sieht, dass man halt, wenn man muss wirklich nah dran an die Sachen. Okay. Einmal drehen.
Ich kriege mir Bananen und was für Donkey? Okay, was ist das? You need to speak to the old Quanky. Ah, okay. Machen wir doch. Wo ist er? Wo finden wir Old Quanky? Ah, da hinten, okay. Da hinten finden wir den Old Quanky, anscheinend. Dann ab mal wieder nach unten. Und ich find's affengeil, also. Man kann nichts gegen Donkey Kong sagen, ist wirklich einer der Mitklassiker zu Mario. Und eigenes Spiel zu haben, was man ja auch öfters ja auch schon kennt von Donkey Kong 64, ach, von Donkey Kong, was wir alles schon gespielt haben. Da ist ein Fass. Ah, hier sind Bananen. Vielleicht waren da drüben auch Bananen. Ich gehe nochmal. Verdammt. Okay. Ja, die Steuerung ist doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das wird sich nicht überall ausmachen. Das sind ja auch ein sehr altes Spiel. Schon 1998. Das ist doch verdammt lange her, muss ich sagen. 2015 haben wir 17 Jahre jetzt her. Ja, Bananen waren noch doch. Nein, nicht bei ihm nochmal rein. Wie kann ich das hier machen? Gucken, was wir hier kriegen. Minispiel war es, glaube ich, ne? Ja. Braver Ball. Ah, okay. Nein! Oh, ich wollte nicht runterspringen. Machen wir gleich nochmal. Okay. Wenn wir eine gute Reihenfolge haben, können wir mal direkt alle abfarmen. Wir haben alle besiegt. Nein! Oh. Auf so einer kleinen Plattform ist das schon nervig. Normal. Alle guten Dinge sind drei, sagt man. Haben wir jetzt volles Leben eigentlich? Nee, hatten wir nicht. Bekommst aber auch direkt. Böse Biber. Bam. Ich glaube, das ist die mittels beste Taktik hier. Yeah, well played. Wir haben gewonnen. Okay, wir müssen die Krone noch einsammeln. Ah. Yeah, I'm the king. The Banana King, yeah. Mag ich. Mag feiere ich jetzt schon. So. Dann war schon mal ein Minispiel erledigt. Können wir hier rein? Ja! Da ist eine Banane! Und da ist auch Didi. Hi Didi. Aber erstmal. Banane für uns. Might need to Funky's help to get him out. Ah, okay. Jetzt kriegen wir solche Dinger davor, wo wir sie abschießen können. Okay. Funky's help habe ich schon, ja, weil wir uns ja schon die wieder ein Spiel rumbuggen. Machen wir kurz ein Save. Da sind wir wieder. Ist halt ein bisschen blöd. Diesen Bugs. Muss ich jetzt hier. Okay. Dieses auf jeden Fall nicht. Komm. Mio, mio, mio. Okay, hier haben wir eine Melonenkiste. Okay, da kommen wir von oben nach unten. Oh, ein Fuchs. Okay.
Scheiße. So. Ah, doch ein bisschen heavy, muss ich zugeben. Ja, nicht so, man kennt ja jetzt sämtlich andere Spiele, wo man da ganz einfach locker zielt und trifft, aber das ist Gewöhnungssache wieder. Ja. So. Gehen wir mal in Saku rein, würde ich sagen. Gucken, was der Herr von uns will. Snides Herku. Okay. Is my candidate working on his Blastomatic Machine? Bam, 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 badam, bam. Blueprints, okay. Was müssen wir machen? Ah, okay, wir müssen ihn bestimmt irgendwann suchen. Blueprints, also Zeichnungen von irgendwas. Alles klar. So würde ich sagen, zack runter. Okay, hier ist noch eine Banane hinter. Miau, miau. Also ist doch ein bisschen, ja, Kamerasteuerung. Ich sag, das ist halt... Nein! Okay, dann können wir... Ne, wir können die Kanone nicht hier holen, aber... Wir können uns ja umdrehen. So. Treffen wir? Ne. Okay, so treffen wir nicht. Würde ich mal sagen, wir schauen mal. Haben wir da auch noch so ein Ding? Jo. Bam. Okay, ein Ding haben wir freigeschaltet. Okay. Bam. Nein, Biene, böse. Nimm die Melone statt mich. Schau halt immer auf die Uhr. Na. Können wir denn... Komm, wir schleichen ganz langsam. Doch. Das war schon in Ordnung. Den zweiten haben wir auch getroffen. Schauen wir noch, dass in den dritten kommt. Der war, glaube ich, da hinten irgendwo, ne? Da ist er. Runter wollte ich jetzt nicht, aber ist ja egal. Kamera. Aua. Okay, wir kriegen ein paar Bum-Bum-Granaten. Ah. Hallo, weg. Die Steuerung ist, wie erwähnt, Gewöhnungs-, also Kamerasteuerung zumindest. Das andere geht mittlerweile, wenn man sich so vielleicht ein bisschen eingewöhnen. Hey. Banane. Okay, er hilft uns, rote Bananen zu finden. Okay, verstehe. Ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.